Moin allerseits und willkommen zurück zu Subnautica. Und wie gesagt, möchte ich heute mal hier zu diesem Schiffswrack dorthin, um zu schauen, was da eigentlich so ist. Ich habe mir übrigens mal währenddessen schon hier dieses Silber geholt, damit ich mir diesen Strahlenanzug bauen kann. Das war eigentlich irgendwo, jetzt nicht unbedingt hier, aber quasi so ähnlich wie jetzt zum Beispiel es hier ist gerade ist, einfach an irgendeine Klippe. Ich glaube, das habe ich irgendwo in der Richtung gefunden. Ja. So ein paar Minuten Schwimmwegen und dann hatte ich es jetzt schon. War eigentlich recht fix irgendwie zu finden. Und ich habe mir auch vor allen Dingen einiges an Fischen irgendwie zusammengefarmt, damit ich vor allen Dingen nicht mehr so hungrig bin und vor allen Dingen auch nicht mehr so durstig. Aber irgendwie, weiß nicht, entweder kam es mir nur so vor oder ich bin irgendwie am Verhungern und Verdursten bis zum geht nicht mehr. Weil, ja, man sieht's ja, ich bin ja schon wieder bei der Hälfte runter, ne? War jetzt gerade in der Luft? Ich wollte eigentlich nur gucken, wo das Schiff ist, aber das ist da vorne. Gut, dann weiß ich auch, wo ich hin muss. Free Willy! Yay! Was? Schon wieder im Wasser? Das ging aber schnell. Jetzt gerade Nacht. Kommt mir so ein bisschen gerade so vor. Was schreit denn da so rum? Ich will nicht unbedingt wissen, was denn so alles da in der Tiefsee eigentlich lauert. Aber kann ich eigentlich die Fische hier irgendwie treffen? Warte mal, ist hier überhaupt ein Fisch irgendwo? Nein, das ist gerade Schrott, was da irgendwie... Da, Fisch, Fisch, Fisch! Komm, du auch. Geht die auch? Ich höre was, aber ich sehe nichts. Naja, schade. Wo ist denn überhaupt der Eingang von diesem Schiff? Oh, da ist eine Kiste. Kann ich die aufmachen? Ich habe ein X gefunden. Ein Signal. Ja, für was? Hitzesignatur? Okay. Interessant. Wo ist mein Schiff? Ach da! Ich wollte gerade schon sagen, wo ist denn mein Schiff verschwunden? Beziehungsweise meine komische Seemotte hier. Wo ist aber hier der Eingang? Das ist Schrott wieder. Nee, da ist kein Eingang. Ich gehe einfach mal da hinten rum. Irgendwo wird doch bestimmt schon ein Eingang sein, oder nicht? Komm, komm! Na, verdammt. Kein Hit and Run. Na, vielleicht bei euch? Ah, ich hab was gehört. Na, na komm, dich treffe ich. Geht doch. Na? Yay. Mitten auf die Windschutzscheibe. Ich merke gerade, meine Seemotte ist fast kaputt. Super, mega toll. Ich bin der beste Fahrer ever. Mich sollte man garantiert nicht als Taxifahrer benutzen. Ich sollte vielleicht das Ding erstmal reparieren. Gut, dass ich das Scheißgerät schon hatte. Habe ich ja zum Glück irgendwie schon ganz am Anfang in dieser Kiste gehabt. Jo, wieder rein da. Ist irgendwo da unten, okay. Da gehe ich aber irgendwann später hin. Ich will erstmal hier das Schiff irgendwie mir angucken. Okay, hier wird's aber richtig düster. Geht's hier überhaupt irgendwo rein? Das sieht mir jetzt gerade nicht so danach aus. Ich schwimme trotzdem mal so durch die Gegend. Alter! Vor allem wie tief! Was ist das denn Großes da? Das ist neu. Ich will nicht wissen, was es ist. Ich will weg. Ach, nein, ich will nicht. Nein, 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 ich will nicht gleich da oben parken. Wo geht's denn hier ins Schiff rein? Ach, Menno! Wie kann meine Gesundheit noch bei 100% sein, so wie ich fahren tue? Alter, ich sehe hier gar nichts mehr. Pure Finsternis. Hoffentlich lauert mir jetzt nicht hier gleich irgendwas auf. Hallo?
Und das Tolle ist, es wird hier, glaube ich, gleich auch noch Nacht. Oh Gott. Ist hier irgendwas? Nein, da hinten ist nur so ein Großmaul, okay? Jetzt wird die Musik hier auch noch so komisch. Kennt ihr dieses komische Zitat? Wenn du lang genug in den Abgrund schaust, schaut der Abgrund zurück. Oder zu dir zurück. Ja, das wäre passend. Hoffentlich guckt mich nicht irgendwas da oben von unten an. Okay. Das sieht schön aus. Bin ich hier richtig oder bin ich hier falsch? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich glaube, da vorne kann ich hoch, oder? Also eins weiß ich schon mal garantiert. Ich fahre niemals mit einem Chef. Kein Bock, irgendwann plötzlich auf einem schimpfenden Schiff zu sein. Genau, auf einem schimpfenden Schiff. Weißt du, da sinkt das Schiff gerade und das Schimpf. Oh, verdammt. Da sinkt das Schiff gerade und das Schiff schimpft dich erstmal aus. Was ist denn das da für ein Ding? Was bist du? Hey, springst du mich an? Cave? Tschüss! Sag mal, jetzt springen die alle in den Tod oder was? Ist da unten noch was? Ach super, ich bin schon wieder am Verdursten. Ja, geil. Dann scanne ich halt dich. So. Was? Wie, du greifst mich sogar an? Na komm, ich will dich doch nur scannen. Mann, hallo. So, geht doch. Ich wollte doch nur ein Foto von dir. Was ist denn das da? So was leuchtet einfach nur. Ob das jetzt gut ist, dass ich hier bin, ich habe keine Ahnung. Bleib doch mal hier! Au. Kann ich ihn mitnehmen? Nö, aber du hast ein interessantes Auge. Was ist denn das hier? Ach, nix, okay. Ist das da noch eine Kiste? Aua! Noch eine Kiste? Ja. Was habe ich da genommen? Eine Energiezelle. Nett. Und noch ein Signal. Ich habe jetzt zwei X. Geil. Früher oder später, wenn ich so weitermache, habe ich ein ganzes Alphabet. Sind noch mehr Kisten? Hä? Was? Wie? Was brennt denn da? Ach, blöde Frage. Was brennt denn da? Das ganze Schiff brennt. Noch eine Kiste. Wasser. Nice. Brauche ich gerade ganz dringend. Tja. Das ist schon irgendwie eine komplett andere Atmosphäre, ey. Ich meine, da hinten war man irgendwo einfach im Meer, sah ganz nett aus und so. Halbwegs ungefährlich und so und alles. Und jetzt bist du hier auf einmal in so einem brennenden Schiff, das einem Horrorfilm irgendwie gleicht. Oder zumindest irgendwie so ein bisschen, ja, unheimliche Atmosphäre hat alles. Oh, Medikit. Da ist noch eine Kiste. Mit einer Energiezelle? Bin ich hier richtig oder falsch? Geht's hier überhaupt weiter? Ich habe keine Ahnung. Einfach mal gucken. Noch ein Medipack. Lass mich doch mal in Ruhe. Sonst muss ich mein Medipack nutzen. Blöde Krabben. Ich hab kein Geld. Geht woanders schnorren. Wo geht's denn hier rein? Ach verdammt, jetzt habe ich da... Oh, da unten stand gerade was und ich habe es gerade erst gesehen in dem Moment, wo es wieder wegging. Verdammt. Da stand sie gerade irgendwas mit sie... Was? Messe innere Schäden, Schadensmuster widerspricht innerer Fehlfunktion. Aurora-Flugschreiber nicht gefunden. Was? Was soll das denn heißen?
Vergleiche Antriebskernschaden. Ich glaube Kernschaden mit Aufprallgeschwindigkeit der Aurora. Die Berechnungen legen nahe, dass die Kollision nicht stark genug war, um einen Kernbruch herbeizurufen. Warte mal. Ist das dann vielleicht hier irgendwie Sabotage oder so? Also ist das quasi nicht wegen... Aua! Manno! Ich habe keinen Feuerwetter bestellt. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Verdammt, was ist das? Aurora-Flugschreiber gefunden. Versuche herunterzuladen. Stelle Störung fest. Warnung. Strahlung auf dem maximalen zulässigen Niveau. Ja, gut, dass ich meinen Anzug habe. Aufrüstmodul. Okay, nett. Kann ich das hier reparieren, alles? Was habe ich davon, wenn ich das hier repariere, vor allen Dingen? Strahlungslecks. Warte mal, wenn ich das hier dann wegmache, ist die Strahlung weg? Das geht ja easy. Das sollten sie mal überall woanders, wo die Kernkraftwerke auch sind, irgendwie machen. Einfach mal ein paar Lecks schließen, schon hat man kein Problem mehr. Runter da. Da schwimmt was. Mist, hier gibt es ja auch noch so kleine Viecher, die irgendwie angreifen, oder? Das sind nur diese komischen Biter, wenn ich das richtig gesehen habe von der Form. Nicht doll. Ich habe keinen Bock auf Fische, die mich angreifen hier. Mach ich da gerade was? Hallo, ich will... Hallo, schweißen, schweißen. Ich bin zwar kein professioneller Schweißer, aber ich kann schweißen. Fischis? Keine da. Hallo? Ach, das Tolle ist ja, jetzt darf ich irgendwie, wenn ich wieder hier rauskomme, wieder durch die komplette Finsternis ja erfahren. Ah, toll. Vor allem noch toller war, da ist so ein Riesenviech gewesen. Was ist das da? Das ist was ganz anderes. Was ist das? Was bist du? Hallo? Kann ich dich scannen? Foto. Hallo. Hallo? Lieder? Na komm schon. So, Lieder freigeschaltet. Warum heißt der so? Hoffentlich sind die friedlich. Wobei, so wie ich, wenn ich mir gerade meinen Hungerstand angucke. Ja, doch. Ich könnte einen Fisch vertragen, ja. Kann dieser Blieder einfach mal in meinen Mund reinschwimmen? Ich hab Hunger. Tja. Ach, da ist ja oder der letzte. Ach, Mensch. Na, komm schon. Antriebskerndurchbruch geschlossen. Verflüchtigung der Strahlung in 3 Tagen. Versuche vom Flugschreiber der Aurora herunterzuladen. Stelle Störung fest. Cool. Nett. Warte mal, hätte ich jetzt einfach von oben... Oh ne, ich hätte jetzt echt einfach von unten irgendwie reinschwimmen können. Schwimmen. Mist. Dann hätte ich ja jetzt gar nicht irgendwie quer durch den... Naja, ich nehme immer den längsten Weg, ne? Ich hätte es ja auch einfacher haben können, aber nein, ich nehme immer den langen Weg, weil der lange Weg ist ja der einfachste. Jetzt muss ich sowieso den langen Weg wieder nehmen, weil... Ach Mann. Ich muss mein Schiff wieder einholen. Es ist wenigstens Tag. Ist wenigstens alles leer, damit ich einfach irgendwie wo durch die Gegend schwimmen kann und nichts irgendwie erwarten kann, was mich irgendwie töten möchte. Vorausgesetzt, ich bin nicht vorher verhungert wieder. Ich, ehrlich gesagt, ich soll echt den nächstbesten Fisch, den ich finde, einfach essen. Komm hoch hier. Feuer. Auch Feuer. Krabbe! Mit einem Auge. Jetzt sind noch ein paar Kisten. Ach, sind die geschlossen?
Ja, die sind aus irgendeinem Grund geschlossen, mit nichts drin. Ja, ich weiß, dass ich am Verhungern bin. Das brauchst du mir nicht sagen. Ist da noch was drin? Warum sind die alle zu? Sollte ich einfach runterspringen? Ich meine, ich... Nein. Cool. Ja, war alles geplant. Ich bin voll Badass und so. Ich gehe doch nicht den Weg runter. Ne, ich spring einfach runter. Gibt's hier noch ein paar Kisten? Nö. Offenbar nicht. Und hoffentlich komme ich wieder zurück zur Base, bevor ich irgendwie verhungere. Wäre nicht so toll. Ja, danke. Oh, endlich wieder zurück. Übrigens, schaut mal unten links auf meine Anzeige. Ich habe gar keine Gesundheit. Wie lebe ich eigentlich noch? Ich habe keine Ahnung, was da... Ich war eigentlich hier, auf einem halben Weg zurück. Da bin ich... Da habe ich einige Fische versucht, irgendwie zu mir zu fangen. Und ja, habe sie halt roh gegessen. Leider habe ich aber nicht gesehen, dass ich dadurch immer durstiger werde. Was ziemlich blöd war. Und ja, plötzlich hatte ich auf einmal meine Flüssigkeitsanzeige auf 0% und habe permanent Gesundheit verloren. Weil es richtig mies war. Ich habe hier 3 Medipacks waren das, glaube ich. Die habe ich alle verballert. Und bin jetzt interessanterweise irgendwie mit 0% Gesundheit am Leben? Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich das hinbekommen habe. Entweder ist das ein ziemlicher Bug, weil in dem Moment, wo ich eigentlich gestorben wäre, bin ich aus unerklärlichen Gründen plötzlich aus meiner Seemotte rausgeflogen. Ich war plötzlich einfach draußen, ich habe nichts gemacht. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt so sein soll oder ob ich da einen interessanten Bug gefunden habe. Warum kann ich den nicht essen? Warum kann ich dich nicht essen, hallo? Warum bist du hier nicht drinne? Das ist ja merkwürdig. Dann schmeiße ich dich halt hier rein. Nein? Was? Wie? Behälter wechseln? Was? Ach, dann halt fallen. Wie kann ich fallen gelassen werden? Hä? Ich hab's so jetzt gerade gegessen. Okay. Der Fisch ist offenbar anscheinend irgendwie nicht da. Hab ich gerade das Spiel kaputt gemacht? Ich habe gerade das Gefühl, dass ich das Spiel komplett kaputt gemacht habe. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt gerade so angucke, dass ich 0% hier Flüssigkeit habe. Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Ups. Nicht meine Schuld. Ich wollte doch nichts. Ich habe doch nichts. Ich konnte nichts. Und hier kommt es mir so vor, als wäre ich irgendwie langsamer als sonst. Kann mich aber auch irren. So, mal gucken, ob sich jetzt wieder alles normalisiert irgendwie. Ach ja, ich brauche noch Gesundheit. Ja, 2 Stück dürften reichen. Was? Ich kann mein Medipack nicht benutzen? What? Was? Was ist das denn jetzt? Warte mal, ich lade mal hier meinen Schrott irgendwie erstmal kurz ab. Ich brauche vielleicht ein zweites. Ach ne, ich habe oben mein Lager, genau. Wo ist denn das? Hallo? Was macht das da hinten am Arsch der Welt? Sag mal, Vehikelbucht. Hast du eine Ahnung, warum eine Rettungskapsel da hinten ist? Macht doch gar keinen Sinn. Ich will mal mich mal gleich killen lassen. Vorausgesetzt, ich kann auch gekillt werden. Weil vielleicht tut sich dann irgendwas resetten. Ansonsten habe ich jetzt gerade irgendwie total das Spiel kaputt gemacht. Weil dann brauche ich ja überhaupt gar keine Fische mehr und so sammeln. Tja, wo ist das Ding? Da.
So, rein hier. Und mal kurz das Zeug da lagern. Ja, das Ding kann ich ja nicht lagern, weil aus irgendeinem Grund ist das Ding da irgendwie vorhanden, was nicht sein sollte. Das packe ich auch mal alles da rein. Jetzt gehe ich zwar nach oben, aber... Na, egal. So. Was? Was ist denn das? Ach stimmt, hier habe ich ja... Ich kann da... Okay. Ich habe gar nicht gewusst, dass man da was aufmachen kann. Wo bin ich denn jetzt? Weißt du, was gerade toll ist? Ich habe keine Ahnung, in welcher Richtung ich eigentlich... Oh, verdammt, wo habe ich denn meine Bude jetzt stehen gehabt? Das ist jetzt gerade echt mies, dass mein Schiff da hinten ist. War ich hier gewesen? Nein. Oh, das ist jetzt gerade richtig blöd. Wo? Oh, was bist du denn? Ich gehe einfach mal an dir vorbei. Okay. Ach, da vorne. Ich sollte mir hier diese komische Boje oder was weiß ich, was das da war, mal bauen. Weil dann ist mir eigentlich die Rettungskapsel vollkommen Latte. Weil dann weiß ich, wo eigentlich mein Dings da ist. Aussteigen. Genau. So, und jetzt mich mal killen lassen. Hey, du! Du da! Genau! Du! Du komischer Langkopf-Dingensfisch. Du bist scheiße. Ja, genau. Hast richtig gehört. Scheiße. Sag mal. Hallo? 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 Töte mich doch endlich, Mann! Genau, ertrinken, genau, stimmt, ja, das habe ich auch vergessen. Mal gucken, was dann passiert. Sterbe ich dann vielleicht? Bin ich dann nicht mehr Gott? Oh, ich bin tot. Und jetzt realisiere ich gerade, verdammt, dann habe ich ja eigentlich zwei Medipacks für nichts benutzt. Shit! Ach, verdammt, das... Ja, besser so als anders. Mann, ich kann immer noch nicht fahren mit dem Ding. Jetzt muss ich mir die ganzen Klamotten da wieder rausholen. Naja, was soll's. Ich glaube, ich muss aber jetzt nicht mehr zum Schiff. Ich glaube, jetzt muss ich zu dieser Hitzesignatur, oder? Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Bonning, ich frage mich gerade... Ah, jetzt kann ich ja gerade dein Inventar nicht öffnen. Ich habe ja jetzt zwei Signale. Für was denn das zweite Signal? Weil vor allen Dingen, ich sehe ja kein zweites Signal hier irgendwo. Na? Siehst du? Zwei Signale. Und den Fisch habe ich immer noch hier drin. Warum habe ich den Fisch dann noch drinne? Hat das irgendeinen Grund oder ist das einfach nur verbuggt und wenn ich dann irgendwie den Speicherstand hier nochmal lade, dass er vielleicht dann irgendwie wieder normal ist? Okay. Eine Sonnenfinsternis. Nett. Ich wunderte mich gerade, warum das so dunkel auf einmal wird. Wo ist mein Schiff? Ach da. Warst du nicht gerade woanders? Irgendwas ist hier gerade echt strange mit dem Spiel. Naja, ich hoffe mal, mit meinem Tod hat sich das irgendwie normalisiert, weil wäre nicht so toll, wenn das nicht der Fall wäre. Das wäre nicht toll. So, erstmal hier... Au. Das war mein Kopf. Tja, erstmal hier packen, vor allen Dingen meine Klamotten hier wieder rausholen. Wo ist eigentlich dieses komische Ding, was ich da aufgesammelt habe? Ich habe doch da irgendwo so ein... Na, komm schon. So. Ich habe doch irgendwie so eine komische Zelle da aufgenommen gehabt. Für was war die? Ich habe da irgendwas aufgenommen und ich habe keinen Plan, für was das war. Habe ich hier irgendwas neu? Nee, das Magnesium war, glaube ich, schon immer da. Nee, da ist nichts neu. Das ist auch nichts neu. Hier ist auch nichts Neues, wenn ich das richtig sehe. Nee.
Ich habe hier irgendwie nichts Neues. Schön, dass ich übrigens jetzt bei meiner Maus hier so einen komischen Kreis habe. Ich habe hier irgendwie nichts Neues. Was habe ich denn gefunden gehabt? Ich habe keinen Plan, was ich da gefunden habe. Muss ich hier vielleicht irgendwas reinstecken? Nee, ich glaube nicht. Ist hier irgendwo noch so ein Ding? Nee, scheint nicht so. Oder ist das hier vielleicht für dieses Zyklop-Gedöns? Dieses U-Boot? Ich glaube, das ist wahrscheinlich hier für dieses U-Boot, oder? Dann darf ich mir wohl irgendwie dieses U-Boot irgendwie wann bauen. Herrlich. Gut. Dann weiß ich ja, was ich zu tun habe. Ein U-Boot bauen. Meine Hand greift danach, aber mein Rettungsboot verschwindet einfach. Echt mal, warum ist das Rettungsboot da hinten? Verstehe ich nicht. Seit wann kann mein Rettungsboot schwimmen? Jetzt soll doch eigentlich nur hier schwimmen. Egal. Ich mach Ende. Demzufolge auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.